Hallo Freunde, heute habe ich mal ein ganz besonderes Video für euch und zwar möchte ich heute meinen Kleingarten vorstellen. Meine Facebook-Freunde wissen ja irgendwie, dass ich regelmäßig Fotos poste von meinem Acker, meinen neu gesetzten Blumen und was ich sonst noch hier im Garten mache. Und da ich einige Anfragen immer bekommen habe zu verschiedenen Anpflanzungen, was ich bemerkenswert finde, weil anscheinend die Bilder wirklich den Eindruck vermitteln, als wüsste ich komplett, was ich tue. Was ich in meinem Garten mache, habe ich mir angelesen oder ich probiere es einfach aus. Also von daher ohne Erfolgsgarantie. Und jetzt habe ich mir einfach mal gedacht, ich zeige euch heute mal meinen Garten. Es sind jetzt quasi 4 Monate, seitdem ich ihn übernommen habe. Es ist jetzt Freitag früh, das heißt relativ ruhig. Ich habe gerade Urlaub, das heißt, ich kann mir erlauben, hier zu sein. Ich habe den Garten jetzt nicht irgendwie besonders darauf vorbereitet. Also ich habe einfach jetzt nur hier mich mal kurz hingesetzt. Meine Lounge, die werde ich euch auch gleich noch zeigen, allerdings ohne die Kissenauflagen, denn es hat geregnet. Wir sind ja momentan in einem sehr verregneten August. Das heißt, ich habe jetzt hier nichts irgendwie schön gemacht oder besonders drapiert oder so. Das Innere meiner Laube werde ich euch nicht zeigen. Das ist sowieso unspektakulär. Da gibt es nicht viel zu sehen. Mir geht es eigentlich um den Garten an sich. Und zeigen möchte ich euch den einfach nur mal, um zu zeigen, was man als Einzelperson innerhalb von 4 Monaten aus einem Garten machen kann, der vorher sehr verwildert war. Und das ist gar kein Vorwurf an die Vorpächter. Ich werde euch ein paar Bilder dann gleich mal dazu einblenden, wie es hier im April ausgesehen hat, als ich den Garten übernommen habe. Man muss einfach dazu sagen, so ein Garten macht nun mal wahnsinnig viel Arbeit und wenn man seine zeitlichen Prioritäten anders setzen muss, aus familiären, beruflichen, gesundheitlichen Gründen, wie auch immer, dann fällt sowas leider hinten über. Ich kann auch sehr gut verstehen, dass es einem dann trotzdem schwerfällt, sich von so einem Garten zu trennen. Für mich als Nachpächter war es natürlich sehr schwer, beispielsweise einen völlig verwilderten Garten zu entwildern. Hat ganz einfach den Hintergrund, wenn man wirklich jahrelang quasi, sag ich mal, das Unkraut sich selber fortpflanzen lässt, könnte man natürlich sagen, jo, das ist ein sehr ökologischer Garten, weil er natürlich gewachsen ist. Das Problem ist aber einfach nur, viele Pflanzen verdrängen andere, die tatsächlich zum Beispiel Bienen- oder schmetterlingsfreundlich wären. Ich sage jetzt also einfach mal Stauden, ne, also mit Blüten dran, werden dann eben einfach von normalen Gräsern oder so völlig verdrängt, was auch dazu geführt hat, dass ich beispielsweise den Ackerboden mehrfach durchfräsen musste, bevor ich den überhaupt annähernd bewirtschaften konnte. Oder auch Sachen wie Knöterich zum Beispiel, der einfach wild gewachsen ist und schon 2 Bäume beinahe zerstört hat, eine Haselnuss und eine Süßkirsche, weil der sich wirklich schon bis in die Spitze reingedreht hat. Und wer Knöterich kennt, weiß, wie schwer der zu entfernen ist. Auch Wein, wunderschön gewachsen, noch von den Vorvorpächtern irgendwie. Ist allerdings nicht so hundertprozentig irgendwie anscheinend zurückgeschnitten worden. Also stellenweise schon, aber nicht so hundertprozentig, was es jetzt mir sehr schwer gemacht hat, beim ersten Rückschnitt wirklich da mal ein bisschen besser reinzugehen. Aber wie gesagt, das zeige ich euch gleich. Lange Rede, kurzer Unsinn. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen rum. So, hier betreten wir jetzt mein Gartenreich. Ich glaube, das wird dann schon die erste Stelle sein, wo ich euch mal Bilder einblende, wie es vorher ausgesehen hat. Wir hat sehr verwildert, sehr viel Wuchs, der hier entfernt werden musste. Und ich glaube, vor circa einem Monat müsste es gewesen sein, habe ich mich dann dazu entschlossen, diesen Weg hier anzulegen oder diese Wege hier anzulegen, indem ich ja erstmal das ganze Unkraut entfernt habe. Hier habe ich so ein bisschen was von dem Grün aber auch stehen lassen. Dann Unkrautvlies ausgelegt habe, Rindenmulch und dann die Wege mit Steinen eingesäumt habe. Hier ein wunderschöner Apfelbaum mit anscheinend Spätäpfeln, die so langsam immer besser werden. Auf die freue ich mich schon. Hier liegt zum Beispiel schon ein wundervoller auf dem Boden. Also echt, ne, wird man mal gucken, was man daraus noch machen kann. Ein schönes Vogelfutterhäuschen, das ich gelegentlich auch mit meiner Wildtierkamera filme. Ne, und wie man vielleicht so ein bisschen sehen kann, gerade hier so an den Rändern, hier besonders, da habe ich halt überall Stauden gepflanzt, wo mir wichtig war zum einen, dass sie bienenfreundlich sind. Wenn ihr so ein bisschen im Hintergrund ab und zu mal ein Autogeräusch hört, dieser Garten liegt direkt an einer nicht viel befahrenen, aber an einer Straße hinter dieser Hecke, was mich allerdings gar nicht so weiter stört. Wie gesagt, mir war wichtig bei den Stauden, dass sie winterhart sind, dass sie mehrjährig sind und dass sie für Bienen und Schmetterlinge sehr freundlich sind, das heißt viele Blüten tragen. Na, die habe ich dann hier so eingepflanzt. Hier sieht man ein Experiment, was ich gestartet habe. Zuerst nur mit einem Turm, dann mit einem zweiten Turm. Ich nenne sie meine Erdbeertürme.
Da habe ich verschiedene Sorten Erdbeeren reingepflanzt. Relativ spät. Also die werden dieses Jahr nicht wirklich noch was tragen, obwohl man sieht, sie bilden tatsächlich noch was aus. Die werden dann über Winter, werde ich die entweder abnehmen und in die Laube stellen oder halt mit Vlies einwickeln. Also das sind auch winterharte Exemplare natürlich. Ja, hier noch eine schön gewachsene natürliche Rose, die ich hier erstmal so weit wuchern lasse. Und hier kann man auch von der Seite reingehen und auch hier sieht man, habe ich ein paar Stauden reingesetzt. Jetzt gehen wir hier rum und nochmal zum Eingang des Gartens, damit ihr auch einen richtigen Eindruck bekommt. Hier haben wir nämlich den ursprünglichen Weg mit Gehwegplatten ausgelegt. Und da vorne am Ende, hier seht ihr gerade mein Zweirad, da vorne am Ende, oder wir fangen erstmal hier an. Hier, da vorne am Ende ist auch schön, da hinten am Ende. Hier habe ich vor kurzem noch ein Insektenhotel gebaut. Habe einfach ein paar Pflanzringe im Baumarkt gekauft, bin dann in den Wald gegangen, habe verschiedene Hölzer abgesägt, habe dann verschiedene große Löcher reingebohrt, habe noch Holzwolle dazwischen gefüllt, Äste dazwischen gefüllt, Wassernäpfe habe ich überall im Garten verteilt. Na, einfach, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht mehr viel genutzt werden, aber nächstes Jahr da vielleicht umso mehr. Hier eine schöne alte Süßkirsche, mit alt meine ich jetzt noch nicht hochgewachsen, mit alt meine ich in dem Fall jetzt einfach nur Altbestand. So, und hier... Dort stand eigentlich, als ich den Garten übernommen habe, ein sehr großer Geräteschuppen, 2x2 Meter. Und wer das Kleingartengesetz kennt, weiß ja, Geräteschuppen sind verboten. Ich habe ihn verschenkt, er wurde dann abgebaut und musste mir von anderen Gartenbesitzern hier Spott und Häme anhören, das hättest du gar nicht machen sollen, das wird sowieso nie kontrolliert und alle haben hier solche Geräteschuppen. Es mag richtig sein, aber dieser Spruch, alle haben oder alle machen, da bin ich noch nie drauf angesprungen. Es war eine Auflage, der Schuppen muss weg. Bei Umschreibung oder bei Neuanpachtung wird da mehr drauf geachtet und selbst wenn es nicht kontrolliert wird, ist mir das egal. Ich hätte den Geräteschuppen sehr gut gebrauchen können, aber ich habe ihn entfernt, einfach weil ich diese Auflage hatte und ich keiner von denen bin, die sagen, naja, die anderen machen es doch auch. Wenn ich 60 fahre in einer 30er-Zone und dann jemand über den Haufen fahre, kann ich auch nicht sagen, naja, alle anderen fahren doch hier auch 60. Ne? Also davon mal ganz ab. Aber ich habe den Platz genutzt und habe aus den vorhandenen Gehwegplatten, ich weiß gar nicht, wie gut man das überhaupt noch sehen kann, aus den vorhandenen Gehwegplatten, da werde ich euch auch ein paar Fotos einblenden, habe ich so einen Igelbau gemacht. Und zwar habe ich die in den Boden reingerammt, so ungefähr 20 cm, dass die wirklich massiv stehen und habe dann innen drin das alles mit getrocknetem Gras gefüllt. Demnächst kommt dann da noch Laub rein. Gelegentlich stelle ich auch hier eine Wildtierkamera auf oder filme mal mit dem Handy um die Ecke rum. Also ich habe es extra so gemacht, dass das alles sehr windgeschützt ist, dass sich hier ein Igel sehr schön zum Überwintern einnisten kann. Dann habe ich Erde rübergeschüttet en masse und habe Rasensamen ausgesät. Und wie man sieht, ist der Großteil auch gut aufgegangen, damit das Ganze einfach schön geschützt ist und natürlich aussieht. Auch hier nochmal ein Insektenhotel. Und ja, von hier aus kommt man dann auf meinen Acker, den ich jetzt auch erst vor ein paar Wochen neu angelegt habe. Tomatenunterstand, auch hier mit Insektenhotel. Das alte Wagenrad, das stand hier noch so in der Gegend rum. Da dachte ich mir, Mensch, irgendwas könnte man noch damit vielleicht machen. Ja, und so ging das dann los, dass ich halt die Insektenhotels da reingebaut habe. Wie man sieht, meine Tomaten, einige noch grün, einige kriegen Farbe. Ich habe kürzlich das ganze Grünlaub weggeschnitten, damit die Kraft jetzt noch in die Früchte gehen kann. Ich habe schon sehr viele Tomaten aus diesen vier Pflanzen geerntet, werde auch versuchen, aus den Samen welche nachzuziehen. Da es sich allerdings wahrscheinlich um eine F1-Hybride handelt, wer sich ein bisschen damit auskennt, wird wissen, was ich meine, wird es wahrscheinlich schwer werden, daraus was zu ziehen, weil es ist einfach nicht samenfest. Ja, hier, wie gesagt, sieht man meinen Acker. Der war vorher auch völlig zugewuchert. Auch da werde ich versuchen, mal ein, zwei alte Bilder noch zu finden. Ich musste hier sehr oft mit der Fräse rübergehen. Hier war alles sehr tief verwurzelt. Wild gewachsene Erde, alles durcheinander, knöterig, Wurzeln von wilder Brombeere, alles mögliche. Also man konnte es gar nicht richtig definieren. Das habe ich halt alles platt gemacht und habe dann im Prinzip genau am anderen Ende dann mit dem Hochbeet angefangen, das dann erstmal mit Erde zu befüllen, mit Grünschnitt und allem drum und dran. Und habe diese Beete, man könnte auch sagen mit den Leichentüchern hier, diese Gräber, dann erst in den letzten Wochen angelegt und habe jetzt kürzlich Chinakohl, Feldsalat, Spinat, Romanasalat, nochmal Möhren und so ausgesät. Und ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann jetzt durch das Netz mit dem Regen da drauf. Aber das wächst ganz gut an. Ich hoffe, der Insektenschutz funktioniert. Gestern habe ich hier nochmal mit Brennnesseljauche gedüngt, was ja auch gleichzeitig so Erdflöhe und Ameisen ein bisschen weghält.
Und wenn ihr so ein bisschen dieses Laub seht am Rand, das sind alte Tomatenpflanzenreste und Brennnesseln, die ich da auch zum Mulchen drum gelegt habe, weil auch das Ameisen und Schnecken uns so weghalten soll. Hier sieht man meine Stangenbohnen. Ich hatte 5 Stück in die Erde eingepflanzt, aus 3 ist was geworden und ich finde, dafür ist das ganz ordentlich. Ich habe schon mehrfach geerntet und wie man vielleicht sieht, wir gehen mal näher ran, hängen da auch schon wieder einige dran, die auch schon wieder abkönnen. Also die Stangenbohnen sind extrem ertragreich gewesen. Ich habe vor, nächstes Jahr deutlich mehr davon anzupflanzen, genauso wie von meinen Zuckererbsen, die auch super lecker waren, und die dann wirklich mal einzukochen. Hier habe ich noch vom Altbestand, damit meine ich auch von den Vorbesitzern, hier einen wunderschönen Salbei, der hat auch herrlich geblüht, den habe ich dann zurückgeschnitten und jetzt ist der wieder richtig kräftig nachgekommen. Und auch den Rosmarin konnte ich glücklicherweise retten. Man muss sich vorstellen, dieser Rosmarinstrauch, der war ungefähr 5-mal so groß. Allerdings waren die anderen 4/5 schon völlig grau und verholzt. Und nachdem ich die dann zurückgeschnitten habe, ist der Teil hier richtig schön kräftig rausgekommen. Hier habe ich neulich noch einen winterharten Oregano eingepflanzt. Und auch hier dann viel Stauden. Also ich mag gerne viel Lavendel. Gerade um den Acker rum ist es gut, weil viele Insekten mögen keinen Lavendel. Also Bienen und Hummeln gehen natürlich schon dran, aber zum Beispiel eben Ameisen, die mögen sowas nicht. Also alles, was stark duftet, hält Ameisen ganz gut von euren Pflanzen fern, weil Ameisen sich eben auch über Gerüche orientieren und so werden die halt irritiert. So, ja, auch hier sieht man beim Erdbeerturm auch Wassernäpfe, die halt überall im Garten verteilt sind. Dann hier 3 Hochbeete, die vorher quasi als Kompost in der anderen Ecke standen, die habe ich dann anfangs hiermit auf den Acker draufgesetzt und hier sieht man, hier lasse ich es jetzt gerade einfach nur noch wild wachsen. Das ist alles, was jetzt gerade so aus der Ackererde rauskommt, aus der alten. Und hier sieht man noch eine letzte Überlebende der Zuckererbsen, die noch einen ganz kleinen Ertrag hat, den ich wahrscheinlich heute mir in die Pfanne hauen werde. Und ja, hier auch einfach nur Wildpflanzen, die wild aus dem Acker jetzt rausgekommen sind, aus dem Ackerboden und die werde ich dann nochmal umhacken, um sie quasi als Mulch zu nehmen hier drin und dieses Jahr wird da drin nichts mehr angepflanzt. Hier sieht man vielleicht noch einmal hier ganz klein und da schon etwas größer, habe ich vor einiger Zeit nochmal Wirsing angesetzt. Der scheint noch zu kommen, schauen wir mal. Hier am Rand hatte ich ganz großzügig Lavendel und Ringelblumen ausgesät. Aber auch hier sieht man, der Wildwuchs von den alten Gräsern verdrängt einfach solche Pflanzen. Die sind gar nicht richtig aufgegangen. Wir haben hier eine Ringelblume, die sich durchgesetzt hat, der ganze Rest nicht. Hier ist auch noch ein Stück wilde Brombeere, die habe ich möglichst weit zurückgeschnitten. So in allen möglichen Ecken vom Garten hängen dann mal so ein paar wilde rum, die ich dann auch mal am Futter will. Ja, hier sieht man das erste Großprojekt, was ich im Garten angelegt habe. 4 Meter breit, 1 Meter tief und nochmal 80 cm hoch. Also mit tief meine ich halt, wir können das sagen, Länge, Breite mal Höhe, wie auch immer. Ihr seht es ja selber, also auf jeden Fall 4 Meter war ein ordentlicher Oschi. Mit Ästen befüllt, mit Grünschnitt befüllt, mit Ackererde befüllt, dann nochmal Pflanzerde später drauf gemacht. Man sieht, der Kohlrabi ist völlig runtergefressen. Ja, ich habe schon alles Mögliche mal probiert. Mit Knoblauch dazwischen setzen, mit Kupferband hier am Rand, mit Brennnesseljauche gedüngt irgendwie. Also ob es Erdflöhe sind, ob es Schnecken sind, ob es Ameisen sind, ich weiß es nicht. Ich gieße es weiterhin noch, ab und zu grabe ich das ein bisschen um, das stört Erdflöhe. Man sieht, da hinten kommt tatsächlich noch ein Kohlrabi so ein bisschen raus. Und hier mache ich jetzt nicht mehr viel. Hier hatte ich Radieschen drin, Möhren. Der Salat ist hier nichts geworden. Die Radieschen sehr gut. Ich sehe dieses Hochbeet als Experimentierraum an, was ich da mal probiert habe. Was ich hier nochmal zeigen muss, da muss ich nochmal ein Stück zurückgehen, ist das hier. Eine wunderschöne Haselnuss, die ich aber auch im Herbst dann etwas einstutzen muss natürlich. Und unter dieser Haselnuss ist dann auch noch wild gewachsen anscheinend so ziemlich eine rote Johannisbeere. Und von den Vorbesitzern, ob die gezielt gepflanzt wurden, weiß ich nicht, 3 Heidelbeersträucher. Die haben ganz nett ein bisschen was getragen, allerdings gerade quasi, wo sie reif waren, sind sie schon abgefallen. Also zum Ernten war da nichts. Wahrscheinlich stehen sie zu schattig. Ich werde das hier alles ein bisschen einstutzen müssen. Achso, und da vorne, links vom Tomatenunterstand, wenn man das noch erkennt, da steht auch noch eine alte schwarze Johannisbeere. Sehr saure, aber leckere Früchte. Das hier ist eine Pflaume. Da sieht man vereinzelt mal so 1-2 Früchte dranhängen, aber ich glaube, die trägt einfach nicht jedes Jahr. Dieses Mal hat sie auf jeden Fall nicht getragen.
Und da sieht man auch, da habe ich auch ein paar Nistkästen reingesetzt im Camouflage-Stil. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Ne? Und ja, einfach, dass die Vögelchen hier auch was haben. Hier, den musste ich auch erstmal zurückstutzen, weil er sich schon selber kaputt gemacht hat. Ein wunderschöner Liebstöckel, auch bekannt als Maggi-Kraut. Ein herrlicher Duft, einfach nur schön. Hier, weiß ich nicht, doch, ich glaube aus der Perspektive habe ich auch noch ein altes Foto, haben halt diese alten Kompost-Sachen gestanden. Da habe ich dann vor rund zweieinhalb Monaten mich dazu entschlossen, das alles mal zu entwildern, rückzuschneiden. Und dann habe ich hier, was ihr hier seht auf dem Boden, dieses Stroh, das ist einfach nur so ein 9-Euro-Paket aus dem Zoofachhandel, was ich da hingemacht habe, um so ein bisschen das Unkraut zurückzuhalten. Und diese Pflanzen hier, das sind Kiwis. Also die brauchen natürlich 3-4 Jahre, bis sie so weit gewachsen sind, dass die auch vernünftig was tragen. Aber ich habe hier eine weibliche, hier eine männliche, die schon sehr stark angewachsen sind innerhalb von den 2 Monaten. Und hier noch eine weibliche, ich weiß nicht, ob die zu sehr im Schatten steht. Die will nicht so richtig, aber sie ist gesund. Und ja, ich gebe ihr einfach Zeit. Ja. Die habe ich also angepflanzt. Wer das nicht weiß, Kiwis befruchten sich gegenseitig. Mal braucht man da weibliche und männliche Pflanzen. Deswegen habe ich diese Kombination gewählt. Das soll wohl ganz gut ausreichen. Hier habe ich Rasensamen ausgesät, der sich so ein bisschen mit dem wilden Rasen vermischt. Dann hier noch eine nette kleine Vogeltränke. Muss ich das Wasser heute mal wieder ausspülen, richtig mit dem Schlauch den Modder unten rausdrücken. Und auch mit Futter drin halt einfach. Ich versuche möglichst viele Futterstellen einzurichten. Hier sieht man eine sehr hochgewachsene Eibe. Auch die werde ich im Herbst um einiges einstutzen. Habe ich natürlich jetzt im Sommer nicht gemacht. Da haben mehrere Vögel drin gebrütet. Aber es hängt eben auch schon rüber zum Nachbarn. Und man muss ja auch als Kleingärtner so ein paar Höhen einhalten. Ich werde die nicht fällen. Auch wenn Eiben im Kleingärten nicht gern gesehen sind. Aber ich finde auch, gerade Kleingärter haben eine sehr große ökologische Verantwortung. Und man muss die Kirche mal im Dorf lassen. Diese Eibe, die ist schon sehr alt, die ist sehr hoch gewachsen. Und sowas fällt man nicht einfach. Das schneidet man zurück, ja. Aber sowas entfernt man nicht einfach. Das ist ökologisch einfach mal wertvoll. Hier sieht man noch etwas Trauriges. Wer die Fotos auf Facebook verfolgt, wie gesagt, weiß, neulich habe ich einen toten Igel hier vom Garten gefunden. Den habe ich hier beigesetzt. Ich wollte hier in diese Ecken, wollte ich ohnehin noch jetzt vor dem Winter 2 zusätzliche Igelhöhlen reinsetzen, damit die kleinen Stachler wirklich genügend Unterschlupf haben. So, auf der anderen Seite, das habe ich gestern angelegt, ich nenne das meine Beerenallee. Hier ist noch eine Johannisbeere, die ich vor ein paar Monaten schon angesetzt habe. Auch hier übrigens wieder Wasserschale. Und hier habe ich halt auch das Ganze erstmal entwildert. Und wieder, wie gesagt, wenn mir jemand kommt, ach ja, entwildert heißt ja einfach nur zerstört und bla bla bla. Nein, man muss es, wie gesagt, so ein bisschen mal sortiert halten. Denn auch hier, wie gesagt, ist wilder Knöterich gewachsen, der hier hoch ist an die Haselnuss und die Haselnuss schon halb erwürgt hat. Ja, und wie gesagt, das ist eine Johannisbeere, die ich schon vor ein paar Monaten gepflanzt habe, eine Stachelbeere, die ja zwar ein bisschen getragen hat, aber nicht so stabil ist, die war aus dem Baumarkt. Ich habe sie jetzt nochmal mit Bärendünger angereichert, muss allerdings auch dazu sagen, dass ich diese beiden Bärenpflanzen in dem Ursprungsackerboden hier oder in dem Ursprungsgartenboden drin gelassen habe. Bei diesen hier, das sind 3 Cranberries, auch bekannt als Moosbeere, dann 2 Heidelbeeren, dann eine Johannisbeere, nochmal eine rote und dann eine Stachelbeere. Da habe ich extra die Pflanzlöcher größer ausgehoben und habe Rhododendron-Erde untergemischt, denn die ist etwas saurer und Beeren brauchen sauren Boden. Na, und da hoffe ich jetzt einfach, dass die etwas besser anwachsen. Hier stand ursprünglich, oder hier lag, hier war aufgehäuft, ursprünglich alter Kompost, eine alte Glasscheibe war dahinter, Plastikmüll war da drin, leider also nicht gerade sehr ökologisch, nicht sehr vernünftig bewirtschaftet, muss ich an der Stelle leider einfach mal sagen. Und von diesem alten Kompost, das Einzige, was ich da übernommen habe, sind diese beiden Pfähle hier außen, den ganzen Rest mit dem Holz, das habe ich halt neu aufgebaut. Und dann sehen wir hier, das war eins meiner ersten Projekte, ein Ranggitter, wo ich Brombeeren und Himbeeren dran gezüchtet habe, wo viele gesagt haben, Brombeeren bist du wahnsinnig, Brombeeren ufern aus, dann ist der ganze Garten voll mit Brombeeren. Mein Gott, man kann Sachen auch zurückschneiden und stutzen. An den Außenseiten, das ist jeweils eine Brombeere, in der Mitte das sind Himbeeren und das sind alles unterschiedliche Sorten. Ne, also das sind nicht 2 gleiche Sorten Himbeeren, das sind nicht 2 gleiche Sorten Brombeeren. Ich wollte einfach gucken, was am besten anwächst. Haben schon ein paar Früchte getragen, sind sehr gut angewachsen. Man sieht das. Ursprünglich gingen die gerade mal
so unten bis zur untersten Lattung. Jetzt gehen sie schon sehr schön hoch. Ja, dann sieht man hier ein bisschen meine Wiese. Hier in der Mitte ist so eine Senke drin. Ich glaube, hier hat ganz früher mal eine Tanne gestanden und das war wahrscheinlich vom Wurzelteller die Senke. Ursprünglich wollte ich mir hier eine Feuerstelle reinmachen. Aber dann habe ich gesehen, dass hier so ein paar Wildblumen drin wachsen und dachte ich mir, nee, das ist einfach zu schön, um es wegzumachen. Deswegen, ich lasse die Wildblumen drin und eine Feuerschale kann ich auch woanders hinstellen. Auch hier sieht man sehr schön gewachsene Büsche. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube nicht, dass es Holunder ist. Vielleicht einfach eine simple Vogelbeere, ich weiß es nicht irgendwie. Wahrscheinlich füttere ich die Vögel hier so stark an, dass die an die natürlichen Beeren gar nicht mehr reingehen. Hier zwischen dem Hochgewachsenen sieht man irgendwo meinen Fahnenmast, wo ich leider kein Seil mehr drin habe. Das ist gerissen und eine Firma dafür zu beauftragen, ist mir irgendwie zu teuer. Das hier habe ich gerade gestern erst gebaut, diesen Mast und dieses Pumpenhäuschen. Denn ich bin kein Freund davon, das Grundwasser ständig in Anspruch zu nehmen. Ich habe, wie ihr vielleicht seht, in allen möglichen Ecken Regentonnen aufgebaut, auch an meiner Laube dran, die halt Regenwasser auffangen. Und ich laufe dann lieber 10, 20 Mal mit Gießkannen hin und her, um alles zu bewässern, anstatt ans Grundwasser zu gehen. Natürlich ist es so, was ich auf den Acker schütte, geht auch wieder ins Grundwasser rein. Trotzdem muss es nicht unbedingt sein. Und da ich aber hier bis kürzlich das Problem hatte, dass mein Grundwasserspiegel hier immer wieder abgesackt ist, die Wassersäule immer wieder abgesackt, habe ich hier kürzlich ein neues Rückschlagventil eingebaut. Und seitdem wird tatsächlich der Wasserdruck gehalten. Hier habe ich jetzt meine Wasserpumpe reingesetzt in so ein Pumpenhäuschen. Und ja, wie gesagt, das ist permanent verschraubt. Hier ist ja, der Gartenschlauch dann zum Bewässern dran. Und dann kommen wir schon in die Wohlfühlecke. Ja, wo fangen wir an? Fangen wir mal hier auf der linken Seite an. Hier habe ich, man braucht das natürlich, einen schönen großen Gasgrill. Auch hier noch ein schönes Futterhäuschen, was auch ganz gerne genutzt wird, auch von Eichhörnchen. Meine erste Sitzecke, die ich mir hier eingerichtet habe, damit man hier auch mal vernünftig sitzen und essen kann. Und hier rechts halt eben meine Lounge, was auch ein etwas größeres Projekt war. Halt die Europaletten lasiert, aufeinander gestapelt, zusammengeschraubt. Das Ganze habe ich auf Steine gestellt, auf Pflastersteine, damit sie nicht direkt im Feuchten stehen. Nun muss man sagen, der ganze Garten ist natürlich, also der Boden, der ist auch uneben. Das heißt, es steht jetzt hier nichts in Waage, finde ich aber auch nicht schlimm. Zum Schluss hatte ich noch eine Palette übrig, da habe ich ein paar alte Rasenkantensteine genommen, die rumstanden. Habe mir da noch einen Tisch draus gemacht. Ja, dann hatte ich ursprünglich einen Ampelschirm stehen. Da steht sogar noch der Rest vom Fuß hier. Muss ich auch bald mal wegschaffen, den habe ich nämlich verkauft. Und dann habe ich aber gemerkt, der Ampelschirm so hundertprozentig reicht der nicht rum. Und habe dann gedacht, okay, besser als ein Ampelschirm wäre vielleicht ein Sonnensegel. Und habe dann ursprünglich nur diese vier Masten erstmal gesetzt. War erstmal auch gut, doch dann habe ich gemerkt, wenn der Wind so richtig unter dieses Sonnensegel pfeift, dann zieht der die Masten ständig zusammen und die haben sich einfach zu sehr gelockert. Also das hing dann schon richtig tief runter, das Sonnensegel. Und deswegen habe ich kurzfristig dann nochmal diese Balken dazwischen geschraubt. Was auch als Einzelperson nicht so einfach ist, aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Es hat dann auch funktioniert. Hier hinten für die Ecke habe ich übrigens noch geplant, einen selbstgebauten Brunnen mit Bachlauf einzubauen. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr, aber das ist so ein Gedankenspiel fürs nächste Mal. Der Baum, der dahinter steht, das kann man auch nicht so gut erkennen, hat auch nicht geblüht leider dieses Mal, ist ein Aprikosenbaum. Und rechts daneben stehen noch wild ausgesetzte oder wild ausgestreute Sauerkirschen. Die werden allerdings ausgepflanzt, die habe ich schon anderen Leuten versprochen, die werden verschenkt, denn für Sauerkirschen mache ich mir sowieso nichts. Da, die Kiste, die musste ich mir dann bauen, da sind die großen Palettensitzkissen drin und auch Rückenkissen. Und da braucht man natürlich Platz für und weil ich mir nicht die Laube damit zustellen wollte, habe ich mir die Kiste gebaut. Da sieht man Regentonne, eben um Regenwasser aufzufangen. Dann hier, wer schon mal auf dem Campingplatz war oder so, der kennt das vielleicht, einfach so ein Wasserbehälter, dass man sich hier mal vernünftig die Hände waschen kann. Mein Toilettenhäuschen mit ökologischer Trenntoilette, damit man auch den Kompost verwerten kann, aber das zeige ich euch jetzt nicht. Wie gesagt, in die Laube gehen wir nicht rein. Ich kann nur sagen, massive Steinlaube mit einem schönen Vorbau. Den kann ich euch vielleicht gleich nochmal zeigen, wenn mein Akku noch reicht. Und ein Spitzdach mit Dachboden, der auch ausgebaut ist, wo ich vorhabe, den zumindest die Laube möchte ich dieses Jahr unten noch fertig mit Möbeln ausstatten und den Dachboden möchte ich dann oben auch noch renovieren, dass man es sich da mal gemütlich machen kann. Ja, hier ist es dann, hier habe ich dann meine kleine Feuerstelle, wo ich mir dann abends, wenn es dunkel ist, vielleicht mein Feuerchen anmache. Hier sieht man, habe ich mir noch schön so LED-Lichterketten drum gemacht. Das hier ist ein zweifach veredelter Apfelbaum, der sehr leckere, süße Äpfel hat. Wie ihr seht, fallen die auch gerne mal zu Boden.
hat dann ja, den Nachteil, dass sie gerne angefressen werden. Ich schiebe die dann manchmal, bevor ich dann hier abends oder nachmittags sehe, schiebe ich die mal so auf einen Haufen, weil auch andere Tierchen sich gerne mal daran vergnügen. Und erst am nächsten Tag oder so sammle ich die dann mal ein und dann kommen sie auf den Kompost. Ne, da kommen die Tiere auch noch dran, aber bis dahin packe ich sie einfach so ein bisschen zusammen, damit man nicht den ganzen Tag, wenn man hier mal unterwegs ist, drauf tritt und hier nur Matsch hat. Hier sieht man meine Pergola, wo auch schon vieles von dem Holz sehr morsch ist. Das werde ich auch Stück für Stück austauschen müssen. Nur jetzt blüht halt gerade oder jetzt wächst halt gerade wie irre der Wein. Hier war ursprünglich ein Holzfußboden drin. Der war längst so verrottet, den musste ich rausreißen. Und dann habe ich Rasensamen ausgesät, den ich gelegentlich auch mal ein bisschen abmähe. Darunter ist übrigens ein Kiesbett. Also es wäre natürlich einfacher gewesen, einfach auf dem Kies rumzulaufen, aber ich finde Grün im Garten einfach schöner. Das ist ein altes Holzregal, was noch in dem Geräteschuppen war. Da habe ich mir jetzt so eine Pflanzecke mal draus gemacht, auch relativ am Anfang, um einfach mal so Töpfe und ja, Kräuter anzusetzen. Ne? Hier sieht man der Wein, der ist auch sehr schön gewachsen und hat schon teilweise sehr kräftig Farbe gekriegt. Ich hoffe, das sieht man gut auf dem Video. Ich habe jetzt keine zusätzliche Beleuchtung hier. Ja, also es sind wirklich Unmengen an Wein, die hier hängen. Vieles schon sehr reif, einiges muss noch reifen. Hier vorne, ne, sieht man das. Also all die dunklen Flecken, die ihr gerade auf dem Video seht, das ist alles Wein. Ne, das wächst halt rein. Hier unten, das musste ich auch entfernen. Hier war ein uraltes Hochbeet mit Pflanzen. Das war völlig verrottet. Das musste ich abbauen, auseinandernehmen, entsorgen. Dahinter war auch alles völlig zugewuchert. Da habe ich auch das Unkraut ja, habe ich lange für gebraucht. Da gehen wir mal hinter, um das zu entfernen. Und habe dann Sand ausgestreut und darauf dann auch mal Rindenmulch gemacht, in der Hoffnung, damit das Unkraut zurückzuhalten. Gegen das Unkraut an sich funktioniert es gut. Was allerdings immer wieder durchkommt, sind Brombeertriebe. Die kappe ich dann ab. Die Möbel, die ihr übrigens stehen seht, also der Tisch, der ist noch von mir, aber hier diese Europalettenmöbel, die standen halt noch von den Vorbesitzern drin, und zwar in der Ecke, wo jetzt meine Sitzgruppe steht. Die habe ich jetzt erstmal noch aufgehoben, sind allerdings schon so morsch und unten angegammelt. Die werden wohl die nächste Saison da nicht mehr erleben. Da mache ich irgendwas Kleineres rein. Ja, hier geht es noch weiter hinter der Laube. Auch dahin fange ich Regenwasser auf und in der kleinen Tonne daneben, ich gehe jetzt mal nicht zu nah ran, da setze ich immer meine Brennnesseljauche an. Ja, also wenn ich die Brennnessel nicht zum Mulchen nehme, dann setze ich mir damit Jauche an zum Düngen und gleichzeitig eben gegen Tiere, die ich nicht hier haben möchte. Ja, hier das hier zum Beispiel, wie was man so sieht, diese Glasplatte, die habe ich erstmal aufgehoben, die lag halt im alten Kompost drin. Ja, also wie gesagt, nicht so optimal gemacht. Den Efeu, den habe ich neulich ein bisschen zurückgeschnitten, weil er wirklich schon massiv die Fenster hier teilweise zugewuchert hat von dem Laubenanbau. Da gehen wir jetzt noch mal rein, das zeige ich euch noch mal. Auch hier musste ich sehr viel entsorgen, das hat auch sehr lange gedauert. Und ja, habe mir jetzt halt hier so quasi meine kleine Ecke eingerichtet. Mir hier so, was ich so zum Pflanzen brauche. Die Töpfe, die hebe ich dann auf für neue Sachen, die ich ansetze. Hier so ein bisschen Garn, was man immer mal gebrauchen kann zum Anbinden. Sowas halt, kleine Pflanztöpfe, verschiedene biologische Dünger. Selbst angesetzter Schwarztee gegen Blattläuse an den Stangenbohnen zum Beispiel. Nelken zum Stecken gegen Ameisen. Ja, das ist dann so, sind dann so Bücher, die ich mal so lese, wenn ich halt mal so im Garten bin. Und dann lese ich da manchmal Sachen, die ganz interessant sind. Das Vogelfutter. Na, halt alles, was man so braucht. Hier sind so meine Saattütchen, die ich habe. Irgendwo hier zwischen sind auch die getrockneten Tomatensamen. Hier sieht man so meine Pflanzpläne, die ich mir aufschreibe, bis die Sachen richtig angewachsen sind. Das ist so ein kleines Projekt, was ich gerade noch nebenbei habe. So ein Sortimentskasten aus dem Baumarkt, wo ich mein Saatgut dann einpacken will. Ja, so Kleinkram, so ein bisschen was von meinem Werkzeug habe ich mir hier aufgehängt. Spart Platz, ne, ist ganz praktisch. Hier sieht man, habe ich mir so ein Spindelmäher geholt. Finde ich umweltfreundlicher als einen elektrischen. Er ist leiser, er verbraucht keinen Strom, er ist schonender zum Gras, denn er schneidet das Gras, anstatt es abzureißen, sage ich mal. Und bei mir ist es auch so, ich lasse das Gras auch immer liegen. So, da hatte mich eben gerade direkt der Akku verlassen. Deswegen das Letzte, was ich glaube ich gesagt hatte, war, dass ich, wenn ich mit meinem Spindelmäher meinen Rasen gemäht habe, meine Wiese gemäht habe, wie auch immer, dass ich dann die Mulch liegen lasse. Zum einen, weil sich dann das Gras zersetzt und seine Nährstoffe wieder an den Boden abgibt. Und zum anderen halt eben viele Tiere das auch gerne als Nistmaterial nutzen. Ja, ansonsten bleibt zu meiner Vorlaube nicht viel zu sagen. Hier hänge ich ab und zu mal so ein paar Kräuter zum Trocknen noch auf. Das ist kein Sarg, nein, da habe ich ja, mein größeres Handwerkzeug drin, also Hacken, Spaten,
ja, Stummgabel, Unkrauthacke, Rechen, sowas halt. Die hat hier so ein bisschen, ja, Wassertechnik will ich jetzt das mal einfach nennen, also Schmierstoffe, Gaskartuschen und sowas. Ja, Gaskartuschen klingt jetzt wie eine einzige Gaskartusche, halt für so einen Brenner. Und nein, diesen Brenner habe ich nicht benutzt, um damit Unkraut abzuflammen. Das würde ich niemals machen, denn das finde ich auch nicht gerade sehr ökologisch wertvoll, weil man damit auch die Tiere, die da im Wurzelbereich drin sind, natürlich auch gleich mit kaputt macht. Nein, den habe ich damals mir mal geholt, weil ich mein Hochbeet von den Unkrautsamen befreien wollte und das einfach mal als Zusatzoption probiert habe, das abzuflammen. Hat übrigens nicht funktioniert. Von daher, ja, hier habe ich so ein bisschen meine Holzreste-Ecke. Immer wenn ich so ein bisschen was bastel aus Holz, dann kommt das erstmal hier hin. Was dann noch so übrig bleibt, ja, so ein bisschen hier Bitumen, Maschendraht, Noppenfolie, sowas halt, um das Hochbeet auszulegen. Und ich denke mir, damit habe ich euch so ziemlich alles Wichtige aus meinem Garten gezeigt. Auch jetzt hört ihr gerade wieder ein Moped hier vorbeifahren. Hier wäre noch zu erwähnen, eine wunderschöne Zierkirsche, die im Frühjahr bis in den Sommer hinein wunderschön rosa und weiß blüht. Wirklich wunderschön. Genauso wie hier der natürlich schon längst für dieses Jahr verblühte Flieder. Einfach nur herrlich. Hier mein Rhododendron. Also das sind Sachen, die ich aus dem Altbestand auch gelassen habe. Also hier so diese ganze Ecke, sage ich mal, das habe ich alles nur ein bisschen eingestutzt. Und wie ihr seht, bemühe ich mich einfach darum, so ein Gleichgewicht zu finden zwischen ja, ein bisschen Struktur reinbringen und gleichzeitig ein bisschen Wildwuchs lassen. Also auch hier, was das alles so betrifft, hier zum Beispiel das alte Hochbeet, Entschuldigung, das war noch zu retten. Da habe ich halt auch noch mal so ein paar Stauden mit reingepflanzt, eben mit Lavendel und so. Ja, also ich bemühe mich da immer, einen möglichen Ausgleich zu finden. Und für mich gibt es wirklich teilweise mittlerweile nichts Schöneres, als wenn ich mich hier nachmittags meine Kissen lege, hier schön was von meiner selbstgezogenen Zitronenmelisse mir in ein Glas tue, mit Wasser aufgieße. Oder was ich zum Beispiel auch habe, hinten noch in meinem Acker, können wir ja noch mal hingehen, habe ich kürzlich entdeckt, war mir gar nicht bewusst. Das ist übrigens der Ausblick, wenn man quasi an den Häusern vorbeigeht, eher an meinen Bäumen hier vorbeigeht. Aber wie gesagt, das stört mich nicht. Also man ist hier, merke ich selber, wenn man so am Gärtner ist, man ist so in seiner eigenen Welt, in seinem eigenen Reich. Also dass hier Leute auf den Acker runter gucken können, ist mir wurscht. Meine ganze Sitzecke, meine Liegeecke und so, das ist alles von Bäumen abgeschottet. Von daher, das stört mich nicht. Das habe ich kürzlich noch entdeckt an meinem Rhabarber. Minze. Wundervoll, um sie aufzubrühen oder auch um in ein Glas wirklich nochmal mit Wasser aufzugießen. Spritzer Limette mache ich mir da manchmal mit rein. Super lecker und erfrischend. Und wenn man dann so einen selbstgemachten, selbstgezogenen Drink in der Hand hält und auf der Lounge liegt, ist das unbezahlbar, sag ich mal. Ja, damit habe ich euch eigentlich meinen Garten so in Gänze gezeigt. 477 Quadratmeter, die es galt zu entrümpeln, muss ich leider sagen. Also in der Laube war halt auch noch ja, alte Elektro-Großgeräte, Sofa, Schubladen voller Müll. Hier haben uralte, verrostete Grills rumgestanden. Eine alte Baby- oder Kindertoilette, Toilettenaufsitz, wie auch immer, aus Kunststoff lag hier im Gebüsch. Ja, leere Flaschen, auch viel Plastikmüll, überraschenderweise im Kompost drin gehabt. Also erstmal habe ich hier mehrere Wochen gebraucht, um zu entrümpeln. Dann mehrere Wochen, um zu entwildern, um eine Struktur reinzubringen. Und dann wiederum weitere 2 Monate, sage ich jetzt mal, um solche Sachen zu machen wie neuen Kompost, die Ranggitter, die Sitzlounge, die Toilette komplett neu eingebaut. Da habe ich eine Trenntoilette drin, wie gesagt. Das einfach alles erstmal hinzukriegen, besonders wenn man halt eben alleine und berufstätig ist, das kostet halt wahnsinnig viel Zeit. Aber ich denke mir, wir alle haben gerade zur gegenwärtigen Zeit, besonders seit letztem Jahr, ihr wisst, worauf ich anspiele, ja, genügend Zeit, die man nicht mehr damit verbringt, wo man sonst irgendwie auf Konzerte geht oder auf irgendwelche Treffen oder in Restaurants sitzt oder sonstiges. Und wie gesagt, da ist das für mich hier so mein eigenes kleines Paradies geworden. Und jetzt möchte ich euch gerne noch ein paar Worte zum Abschluss sagen. So, die Sonne kommt langsam raus. Es wird wärmer heute, ausnahmsweise mal werden. Die letzten Tage war es ja immer sehr verregnet. Ich werde jetzt noch gleich hier gemütlich in meinem Garten sitzen, einen Tee trinken und danach zu dem nicht sehr weit entfernten Mittellandkanal radeln
um da einen schönen Spaziergang oder Powerwalk zu machen. Ich wollte abschließend nur noch mal sagen, wie ihr auf den Aufnahmen vielleicht gesehen habt, ich bemühe mich wirklich im Garten so ein Gleichgewicht zu halten. Ich habe auf Facebook tatsächlich schon Nachrichten bekommen, als ich Fotos gezeigt habe, wie ich bestimmte Ecken hier entwildert habe, dass das ja nicht sehr ökologisch wäre, aber das hier ist nun mal einfach kein Wildland, es ist ein Kleingarten. Ich gehöre, weiß Gott, nicht zu den Personen, die sagen, ich brauche hier einen englischen Rasen und ich schneide meine Hecke auf 1,20 mit Maßstab runter und all sowas und reiße hier jedes bisschen Brennnessel raus oder Unkraut raus, wobei auch der Begriff Unkraut ja irgendwie immer so ein bisschen undefiniert ist. Unkraut ist ja im Prinzip einfach nur das Kraut, was man nicht haben möchte. Unkraut ist ja nicht diese Art von Pflanze oder jene Art von Pflanze, sondern das, was man nicht haben möchte. Ich sehe trotzdem diese ökologische Verantwortung, die man hat, gerade als Kleingärtner. Wir haben mit unseren Gärten die Möglichkeit, unheimlich vielen verschiedenen Kleintieren Hilfestellung zu geben, wenn nicht sogar Lebensraum. Also ob das jetzt Insekten sind, ob das Igel sind, ob das Vögel sind, alles Mögliche, ne? Frösche, Kröten, ne? Meinetwegen auch Blindschleichen, die irgendwo im Unterholz sind oder so. Wir haben eine unheimliche Möglichkeit, hier zu unterstützen. Und gerade in den letzten Tagen bin ich öfters mal in anderen Kleingartenkolonien hier in der Gegend spazieren gewesen. Auf der einen Seite habe ich mir sehr schöne Inspirationen holen können für nächstes Jahr, beispielsweise was meine Stangenbohnen, meine Rankbohnen betrifft, wie man die noch schöner, platzsparender und auch wahrscheinlich effizienter anlegen kann und so. Das sind Sachen, die gucke ich mir dann sehr gerne an. Ich habe auch sehr schöne, selbstgebaute, dekorative Ideen gesehen. Was ich aber auch sehr oft gesehen habe, das waren halt wirklich diese grünen, englischen, geschnittenen Rasen, wogegen prinzipiell natürlich nichts zu sagen ist, aber wenn man sich dann auch den restlichen Garten anguckt, die Hecken sind wirklich eckig geschnitten, also jeder Busch, alles ist eckig geschnitten, alles ist relativ kahl, alles ist relativ offen. Kein Raum, sage ich mal, einfach so ein bisschen mehr gelassen für Tiere, die Bäume sind stark eingestutzt, alles, was nicht irgendwie Nutzpflanze ist, sage ich mal, ist sofort gekappt worden, ist entfernt worden. Teilweise sieht man da alte Stümpfe von Tannen rumstehen. Ich weiß, dass das Nadelbäume in den Gartenkolonien nicht sehr beliebt sind. Ich finde aber auch solche Sachen wie Gartensatzungen und so, die gehörten schon längst mal so ein bisschen dem Zeitgeist angepasst. Dabei geht es mir nicht darum, dass man den Leuten ermöglichen soll, sich in einem Kleingarten wohnlich einzurichten oder so. Oder einen Kleingarten gewerblich zu nutzen, indem man sagt, jemand benutzt irgendwie 80% seiner Fläche per Erlaubnis irgendwie dafür, um hier Gemüse und so anzubauen und das dann irgendwo heimlich auf dem Markt zu verkaufen oder wie auch immer. Es geht mir einfach nur darum, dass man da flexibler wird, beispielsweise was die Art der Pflanzen betrifft. Glücklicherweise haben wir in Hannover einen sehr guten Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, die genau im Auge behalten, wenn Gärtner der Meinung sind, beispielsweise eine hochgewachsene Tanne gehört ja nicht in den Garten, die wird gefällt. Und dieser Fachbereich Umwelt und Stadtgrün hat ein Baumschutzteam, das dann sehr gut darauf achtet, dass gesunde Bäume nicht gefällt werden. Einfach nur, wenn man sagt, es ist ein gesunder Baum, also bleibt er stehen. Punkt, Ende, aus, was ich sehr vernünftig finde. Und mit meiner großen Eibe hier zum Beispiel ist es genauso. Ich werde sie einstutzen, ja. Ich werde sie bei dir definitiv nicht fällen und ich werde sie auch nicht auf Stock setzen oder hier irgendwie auf 2 Meter runterkürzen von wahrscheinlich, was sie jetzt hat, 5-6 Metern oder so. Das werde ich nicht machen. Nicht nur, weil es ein schöner Sichtschutz für mich ist, sondern einfach auch, weil da Tiere drin nisten, jedes Jahr wieder. Und nur, sage ich mal, weil dann irgendwann diese Brut- und Setzzeit vorbei ist und man sagt so, jetzt dürfte man das einstutzen. Deswegen muss ich es ja nicht bis aufs Minimum herunterkürzen, denn im nächsten Frühjahr wird diese Eibe wieder anderen Tieren Platz bieten, den Igeln darunter sehr geschützt, den Vögeln da drinnen. Also, ich sag mal, was will man mehr? Von daher kann ich auch nur appellieren an die Leute, die der Meinung sind, sich so ein Kleingarten anlegen zu müssen. Ich weiß manchmal nicht, ob das ist, weil, ich sage jetzt mal ein Vorurteil bei Rentner irgendwie, weil denen langweilig ist und die deswegen irgendwie ihren Rasen auf Kante schneiden und die Blumen in Reihe setzen und alles, wie gesagt, jeden Grashalm, der da nicht hingehört, irgendwie rausreißen oder so. Ich kann nur sagen, dafür sind die Kleingärten nicht gedacht gewesen. Also wir haben hier wirklich ökologisch was in der Hand und wenn einfach jeder in seinem Garten nur ein vernünftiges Insektenhotel aufstellen würde, vielleicht nur ein. Und wenn es in jedem zweiten Garten wäre, ein Igelhotel, irgendwie ein Bau, meinetwegen eine Totholzecke, wo diese Tiere wirklich in Ruhe gelassen werden, wo sie in Ruhe überwintern können, wo sie Kraft sammeln können und sowas. Ne? Gelegentlich mal ein bisschen Futter rausstellen. Klar, ich habe jetzt hier mehrere Vogelfutterstellen, was gerade um die Jahreszeit noch nicht sein müsste, im Winter vielleicht eher interessant.
Und auch da würden viele Leute sagen, warum, also die Tiere haben ja einen natürlichen Überlebensinstinkt, das ist richtig. Wir haben ihnen aber auch viel von ihrem natürlichen Überlebensraum genommen und sollten uns deswegen auch ein wenig in der Verantwortung sehen, da mal ein bisschen gegenzuarbeiten. Und genauso geht es mir dann auch zum Beispiel mit den Stauden, ne? Dass ich nicht einfach nur Sachen hinpflanze, die schön aussehen, sondern von denen ich gezielt weiß, dass sie für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, dass sie da auch nützlich für sind. Ich selbst musste auch schon die Hilfe eines Schädlingsbekämpfers in Anspruch nehmen, um hier ein Wespennest entfernen zu lassen. Das hat aber auch den Hintergrund, dass ich Allergiker bin. Ich habe da ein sehr großes Risiko. Und selbst wenn ich das nicht wäre, kann ich nicht verwehren, dass Leute sagen, sie möchten Wespennester aus ihren Gärten entfernt haben, wo sie mit ihren Kindern sind, wo sie mit ihren Familien sitzen irgendwie und nicht mal Gefahr laufen müssen, wenn sie mal was trinken oder was essen, irgendwie, dass sie da eine Wespe mit in den Hals kriegen oder dass sie irgendwie zu nah an ein Nest kommen und da von der Wespe angegriffen werden. Also das kann ich schon verstehen. Aber wie gesagt, ich versuche dann hier in meinem Garten, so gut es geht, einen ökologischen Ausgleich zu finden. Und ich denke mir, wenn jeder Kleingärtner, wie gesagt, sowas machen würde, wie mit ein bisschen Wildblumen, ein bisschen ein Insektenhotel, ein Igelhotel, ein Igelbaum meinetwegen, eine Totholzecke, ein paar Wassertränke vielleicht ausstellen, gerade in den Sommern, die sehr heiß sind. Ich sehe, wie Leute irgendwie ihren Rasen bewässern, damit er nicht gelb wird, nicht braun wird, sondern damit der Rasen schön kräftig ist. Also wenn das Wasser dafür da ist, dann sollte das Wasser eigentlich auch dafür noch übrig sein, dass man sagt, ich stelle mal in meinem Garten 2, 3 Schalen auf und mache da mal Wasser rein. Also ich habe zum Beispiel auch bei mir in meinem Pflanzregal habe ich lauter große Untersetzer stehen. Also ich bin an anderen Gärten vorbeigegangen, da habe ich so ähnliche Sachen gesehen, die haben halt solche Pflanztische. Da ist unter den Tischen ist so hoch gestapelt, sind diese ganzen Untersetzer, Terrakotta-Untersetzer, werdet ihr alle kennen. Die stehen da einfach nur rum und stauben ein. Und wo ich denke, gerade wo wir zeitweise auch wieder einen heißen Sommer hatten, anstatt sowas im Garten zu verteilen, meinetwegen auch da, wo es einem nicht direkt ins Auge fällt, damit es die schöne Optik nicht stört, aber anstatt sowas im Garten zu verteilen, damit sich da Wasser sammeln kann oder damit man da selber Wasser reinmacht für Insekten oder für Vögel, also diese Terrakotta-Schalen dann einfach nur wegzupacken, finde ich halt schade. Vielleicht kommen einige nicht drauf, ich glaube, einige wollen es auch bewusst nicht machen, aber wie gesagt, es würde mich freuen, wenn ich davon hier in den Gärten mehr sehen würde. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass vielleicht mit einer jüngeren Generation, da zähle ich mich tatsächlich mit meinen 41 Jahren auch noch zu, die halt irgendwie mit einem noch größeren ökologischen Bewusstsein irgendwie an sowas rangeht, vielleicht auch mehr so Raum schafft für Kleintiere. Und dabei will ich jetzt keine Diskussion empfachen, irgendwie, dass Rentner vielleicht kein ökologisches Bewusstsein haben. Um Gottes Willen, das will ich um Gottes Willen nicht sagen. Aber bei mir hat sich nun mal das Bild verfestigt, nicht nur in den 4 Monaten, die ich diesen Garten jetzt selber habe, sondern ich bin in einem Kleingarten, 2 Gärten weiter bin ich aufgewachsen. Ne? Und der ist immer noch bei mir quasi ein Familienbesitz. Ne? Also ich bin aufgewachsen hier in dieser Gegend und weiß deswegen so ein bisschen, wie die Gärten sich in dem Laufe der letzten 40 Jahre verändert haben, beziehungsweise was damals schon war und was heutzutage von Jüngeren nicht mehr gemacht wird, wo Ältere noch großzügig irgendwie ihren Rasen mit Gift und mit Dünger und so eingesprüht haben, ne? Und was Jüngere eigentlich nicht machen. Ne? Also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, mein kleiner Appell an euch. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch mein kleines Paradies hier anzusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr fandet es jetzt nicht zu langweilig oder zu ermahnend oder so. Ich dachte mir nur, bevor ich euch ständig irgendwelche Fotos zeige, mache ich doch einfach direkt mal ein kleines Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön.